So, in diesem und in den nächsten Videos soll es mal um dieses neue Kapitel gehen, nämlich um Mittelwertsätze und Extremwerte. Extremwerte sind Werte, die wir hier zum Beispiel sehen bei diesem schönen Funktionsgraphen hier. Da haben wir hier natürlich irgendwie, das ist hier ein Wert, der sehr spannend ist, und hier ist ein Wert, der sehr spannend ist. Ne? Also da ist irgendwo ein Minimum und hier ist, irgendwo ist ein Maximum, und solche Werte fasst man so zusammen als Extremwerte. Ja, und bei den Mittelwertsätzen, da geht es um Aussagen, wann ein Durchschnittswert angenommen wird oder ob ein Durchschnittswert überhaupt angenommen wird. Aber die Details bei den Mittelwertsätzen werde ich dann erklären, wenn es dann soweit ist. Hier jetzt in diesem ersten Video soll es um ein notwendiges Kriterium gehen, um solche Extremwerte zu finden. Ne? Also wir sehen ja hier an dieser Stelle, da, wie gesagt, ist ein Maximum und da ist ein Minimum. Und hier ist offensichtlich gerade keins. Ja, und was dieses notwendige Kriterium, was ich gleich aufschreiben werde, eben liefert, ist die Information, dass hier auf jeden Fall schon mal kein Minimum oder Maximum sein kann. Kein lokales Minimum oder Maximum, weil da nämlich eben halt etwas Bestimmtes gilt. Und das wird dieses notwendige Kriterium dann auch darstellen. Also machen wir das mal. Satz. Ich schreibe auch gleich dazu, dass es ein notwendiges Kriterium ist. Ja, für Extremwerte. So, also was sagt dieser Satz? Was behauptet er denn? Ja, also zunächst sagt er einfach erstmal, wir haben zwei Werte, a echt kleiner b, beide aus R. Das heißt, wir brauchen haben also ein schickes Intervall, was kein Punktintervall ist. Und wir haben eine Funktion, das auf diesem Intervall, auf dem offenen Intervall von a bis b, nach R, diese Funktion ist diffbar. Ja, wenn die also gegeben ist. So, in unserem Beispiel hier wäre das, könnte man also jetzt das Intervall hier von, was ich hier, von, wenn das also ein A sein, wäre, also das wäre von minus 5 bis hier, das wäre ein B bis 5. Ja, dann reden wir von dem offenen Intervall von minus 5 bis 5. Ja, so, das wäre also die Situation. Der Satz ist so die Voraussetzung und die Funktion ist differenzierbar. Das nehmen wir mal hier jetzt als gegeben hin. Ja, und jetzt kommt die Aussage. Falls ein xm existiert, x mit Index m aus dem Intervall von a bis b existiert mit folgender Eigenschaft, dass der Funktionswert von f von x an m nämlich genau das Maximum ist von allen Funktionswerten, die man auf diesem Intervall finden kann. Ja, falls so ein Punkt existiert, ja, in diesem Intervall, wo das Maximum also tatsächlich angenommen wird, ja, so, dann ist f' von xm an dieser Stelle nicht irgendein Wert, sondern genau 0. So, und analog gilt das Ganze fürs Minimum. Ja, wenn wir also irgendwo eine Stelle haben, wo ein Minimum angenommen wird, ja, dann muss dort die Ableitung auch gleich 0 sein. So, was bedeutet das jetzt hier in dem Bild? Ja, also in dem Bild bedeutet das, wenn ich hier also anscheinend mein Maximum habe und hier habe ich anscheinend ein Minimum, dann muss an dieser Stelle die Ableitung gleich 0 sein. Und das heißt, wenn ich hier diese Tangente da reinmale, dann wird diese Tangente horizontal sein. Ja? Also das muss hier so sein, das sagt dieser Satz. Und wenn ich das eben halt nicht habe, zum Beispiel an dieser Stelle hier, ja, die ich mir eben schon angeguckt habe, wenn ich diese Stelle habe, dann fällt die als potenzieller Extrempunkt raus, weil ich nämlich, wenn ich mir die Ableitung angucke, dann sehe ich, oh ja, die Ableitung existiert und sie hat eine Steigung, die nicht 0 ist. Ja? Also nur die Stellen, wo die Ableitung 0 ist, die haben überhaupt eine Chance, als Extremwert zu fungieren. Ne? Das bedeutet aber nicht, dass jede Stelle, wo die erste Ableitung gleich 0 ist, auch immer ein Extremwert ist. Ja? Nur alle anderen sind schon mal raus. Ne? Also das ist so die erste Stufe des Castings.
Ja, von für einen Extremwert. Wir casten also die Extremwerte und die erste Hürde ist deine erste Ableitung gleich 0. Wenn die erste Ableitung gleich nicht 0 ist, zack, bist du raus. Ja, und erst dann, wenn die erste Ableitung gleich 0 ist, dann ist man sozusagen eine Runde weiter als potenzieller Extremwert und dann kann man hoffen, dass man sozusagen auserwählt wird als, hey, wow, ich bin ein Extremwert. Ja, und deswegen sagen wir auch nur, dass es ein notwendiges Kriterium ist, ne? Noch kein hinreichendes, ne? Das werden wir später auch nochmal haben, aber das in einem anderen Video. So, das heißt, das müsste dann ja also jetzt ganz gut funktionieren. Ich habe hier nochmal das Bild mitgebracht, hier dieses. Ja, und zwar ist das hier was wir hier sehen, diese rote Funktion, das ist nichts anderes als die Ableitung von f. Ja, also das ist die Ableitung von f'. Und wir sehen, die hat natürlich genau zwei Nullstellen, einmal bei 4 und einmal bei genau 2. Und dementsprechend passt das gut zu unseren Extremwerten. Also offensichtlich hat die Funktion tatsächlich, also weil sie ja hier die Minimum und Maximum hat, passt das ganz gut ins Bild, dass diese erste Ableitung tatsächlich auch 0 ist. Wenn das nämlich nicht so gewesen wäre, dann wären da ja keine Extreme. Ja? So. Also, andersrum kann man das auch aufziehen. Wenn ich hier weiß, dass hier an dieser Stelle ein Extrempunkt ist, dann muss die erste Ableitung an der Stelle auch 0 sein, weil sonst würde sich das ja widersprechen. Okay, was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist der Beweis, aber das mache ich mal in einem nächsten Video, aber auch das ist ganz leicht.